Hallo und herzlich willkommen zum German to go Adventskalender am 17. Dezember. Wir haben schon gesehen, dass das D am Wortende wie ein T ausgesprochen wird. Und das passiert auch bei anderen Buchstaben. Heute geht es um das B und um das P oder das B und das P. Ja, beim P, beim P ist der Druck stärker. Man spuckt fast, ja? B und P oder B und P. Okay? Also, sehen wir uns die beiden Buchstaben am Wortanfang an. Hier sind die Beispiele und sprich sie bitte nach, ja? Also, Bahn und Paris. Bohne und Post. Bauen und parken. Bleiben und pusten. Bunt und pünktlich. Blutig und preiswert. Genau, ja? Also hier ist der Unterschied relativ klar, oder? Man kann gut erkennen, wann wir ein B, ein B und ein P haben. Und so ist es auch in der Wortmitte. Hier sind wieder die Beispiele. Lieben und pupsen. Farbe und Lampe. Gabel und Kumpel. Räuber und Raupe. Ebbe und Klippe. Und farbig und klumpig. Okay, ja? Gut. Jetzt kommen das B und das P am Wortende. Achtet gut auf die Aussprache und sprecht mir auch wieder nach. Gelb. Chip. Urlaub. Prinzip. Ab. Typ. Staub. Mikroskop. Lob. Stopp. Korb. Und Partizip. Ja, ihr seht, am Wortende wird das B genau wie das P ausgesprochen. Das B klingt wie ein P, P, ja, Korb. Gut, also sehen wir uns an, wie es am Silbenende ist. Hier ist es nämlich genauso. Wiederholt wieder, was ich sage. Die Absicht, die Abfahrt, Absagen, Lebkuchen, obdachlos, lebhaft, Erlaubnis. Und 17. Ja? Gut, dann sehen wir uns ein paar Imperative an. Hier kommt das auch vor. Im Infinitiv sagen wir schieben mit B, schieben. Aber im Imperativ haben wir das B am Ende.
Also sagen wir schieb, schieb. Üben, aber üb, üb. Schreiben, aber schreib, schreib. Ja? Und wenn wir den P-Laut am Ende im Singular von Nomen haben, haben wir im Plural meistens wieder diesen B-Laut. Hier sind die Beispiele. Im Singular der Korb. Aber im Plural ist das B nicht mehr am Ende. Also sagen wir Körbe, die Körbe. Ja, der Korb, die Körbe. Der Dieb, die Diebe. Der Stab, die Stäbe. Okay? Und sehen wir uns ein paar Adjektive an. Wir sagen gelb, aber ein gelbes T-Shirt. Gelb, ein gelbes T-Shirt. Taub, aber ein tauber Mann. Ein tauber Mann. Und lieb, aber ein liebes Kind. Ein liebes Kind. Okay. Und noch etwas Wichtiges. Wir haben diesen P-Laut auch vor einem oder mehreren Konsonanten, wenn der Laut nicht am Silbenende steht. Zum Beispiel in Herbst. Herbst. Kannst du das sagen? Herbst. Beliebt. Beliebt. Obst. Obst. Und in einigen Partizipien. Erlaubt. Erlaubt. Gehabt. Gehabt. Gelebt. Gelebt. Gefärbt. Gefärbt. Und verlobt. Verlobt. Ja? Also meistens sind diese Konsonanten also ein S oder ein T. Vor dem S und vor dem T wird das B, das B, wie ein P ausgesprochen. Sehen wir uns die Konjugation von Verben im Präsens an. Hier haben wir das auch in der zweiten und dritten Person Singular und in der zweiten Person Plural. Die Beispiele: geben. Ich gebe, aber du gibst. Er gibt und auch ihr gebt. Ja, weil wir ein T nach dem B haben. Loben. Ich lobe, du lobst, er lobt und ihr lobt. Und kleben. Ich klebe, du klebst, er klebt und ihr klebt. Okay, alles klar? Wenn du Fragen hast oder Wünsche, dann schreib mir bitte alles unten in die Kommentare. Und dann sage ich Tschüss und bis morgen!